Ich habe keine Ahnung. Auswirkungen hat es eh noch nie. Ja, so gut, ne? Katze hinlegen, nicht an mein Mikro. Klar. いいな、男子は。普通じゃね?使うお前その格好でやんの?まさか、ジャージ持ってきてるよ。トイレで着替えようと思ってたけど、今すごい行列になってて。そういうことか。 Es wird so ziemlich ätzend als Männchen. Ja, mina kurai ii tenki da ne. Shizen ni haitte kisugi daro. Kennst du nicht das sechsmal weniger seltsam, wenn uns in Unterhaltung einmischen? Nekkyouteki ni souji zuki na yatsu ga teru teru bozu o tsukutte onegai shita toka? Ja. Rennst du im Arztkittel hier im Park rum, Alter? Mina, ohayo. あれ?先生も清掃活動ですか?そうだよ。その格好で?ああ、僕は違う係を。いた!マルキ先生!そろそろ仕込み始めますよ。仕込み?実は僕、調理係なんだ。腕を振るうから楽しみにしててよ。じゃあね。 Hä, haben die nicht rumgemeckert, dass sie nicht dabei ist? その仕込みね。ちなみに班の構成は学校側が適当に決めた男女4人組だ。そうか。それでは各班に分かれて清掃活動を始めてください。シャシャッと終わらせて豚汁いただいて帰ろうぜ。 Was? Was ist mit der Kasumi? Ah, jetzt vielleicht. Das ist eine riesige Grillzange, Alter. Ja, ich bin der Typ, der schon 20 Leute ermordet hat. Wieso verrückt, in dem Alter schon 20 Leute gekillt zu haben, Alter, ist doch ganz normal, Mann. Ja, ich höre auf. Dann steche ich euch ab. Entschuldigung. Zuka, oreta kasa sono ken ni steru tte hito toshite owatten na. Ah, sore steru toki ni chanto biniru to hone ni wake naito dame da yo. Wakeru? Konna kanji. Suge. Takamaki-san seikatsuryoku aru nda ne. いい奥さんになりそう! そんな… あ、財布! 中は? うわ! 結構入ってる! 4等分でいい? ちゃんと交番に届けた方がよくねっすか? なんだよ、普通のこと言っただけだろ。みんなの公園をこんなに汚して、これも悪い大人の仕業だな。ペットボトルの蓋、よかったら私にもらえる?別にいいですけど。あ、コレクションですか?ちょっと違うかな。リサイクル会社が引き取ってくれて、 ワクチンに変えられるの。知らなかった。それ、ある種の正義の行いですね。ごめん、ちょっと言ってることはわからない。
ディハル。里芋は鍋に入れる前に塩を揉み込んでぬめりを取ってと。へえ、先生詳しいんだ。結構自炊してるからね。Weiß der Typ rechts hat immer Augen, aber eine verdammte Brille. よし、せっかくだし、あれやってみようかな。え、何？なんかしょっぱ。多分。Wirklich? Der Move ist doch so oberprollig, Alter. Tonjiru moratta ato wa kakuji jiyū rashii kara. Sore ja, kaisan. Ah, hai. Otsukare sama deshita.なんというか、いろいろ世知辛いな。あ、やっと会えました。今朝のお礼、ちゃんと言いたくて探してたんです。Du hast dich mehrfach bedankt, Kasumi. あの、他の班の人は？ Wir haben uns aufgelöst. ああ、なるほど。私も似たような感じです。よかったら豚汁一緒に食べませんか？ Aber das ist eine Suppe. Hä? Klar. はい。いただきます。改めてなんですけど、今朝はありがとうございました。Okay, sie bedankt sich eindeutig zu. ああいう状況、実際になってみると考えてたよりずっと怖くて。ですので本当に感謝してます。Gern geschehen. Alles gut, das war doch nichts. Das kommt wieder arschig rüber, oder? Fuck! Diese Worte! Alles gut, das war doch nichts. Ie, 足りないくらいです。Ich hab's befürchtet. それとなんですけど。この前はすみませんでした。Neulich? 前に鴨志田先生とお話しされていた時のです。Wir hatten einen Streit, was habe ich verpasst? さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。Was war das für ein Streit? Eigentlich hat über mich hergezogen und sie ist dann gegangen. その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って鴨志田先生から聞かされたばかりだったので思わずあんなことを。他でもクラスの子とかが噂で話しているのを聞いてしまって。Was du überrascht?驚きはしましたけど、それだけです。勝手な決めつけとか噂とか嫌なんですよ。それに会ったばかりの私が言うのも変ですけど、先輩は噂されてるような人じゃないと思います。先輩が本当に噂通りのことしてたら話は別ですけどね。何でしたっけ？強盗、殺人、Was? Was habe ich alles gemacht? Alter, Diebstahl, Mord, Elfenbeinhandel. Ich fahre auch ohne Führerschein. So was hatte ich noch nie. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das als Gag aufnimmt oder nicht. Ah, okay. Man weiß es ja immer nicht.とんでもないことに気づいたんですけど、私まだ自己紹介してなかったんです。いや、weil da immer noch Schülerin namens Yoshizawa steht, wenn wir das nicht so schon wüssten. Ich bin gerade Amamiya. あ、すみません。先輩の方から。遅くなりましたが、よろしくお願いします。私、1年の吉沢。
Wow. なんだあいつ。ん？おい。Scheint ein Notizbuch der Shuchin-Akademie zu sein. Name Kasumi Yoshizawa steht darin. Maniatta. Hai. Daiji na mono wa hanashicha dame da yo. Ich würde dann den Ballon Mama geben, sonst holt ihn der komische Clown in S. Oder warte mal, es war ein Mädchen. Sumimasen. Hanash no tochuu de. Du hast das hier verloren. Sakini barechaimashita ne. So desu. Watashi 1 nen no Yoshizawa Kasumi desu. Das war beeindruckend. Sakki no desu yo ne. Watashi shintaizo o yatte ite. Demo kotsu sae tsukameba kantan nan desu yo. Ko ton ton tte. Shintaizouka. Na, na. Ano ugoki oboe te oita ra yaku ni tatsu n janai ka? Chōdo kaitōdan mo senryoku appu ga hitsuyō da to omotte tan da. Senpai, dou shimashita? Toyuka, neko o iru n desu ka ne? Sie schaut links neben mir aus der Tasche. Ihr Blinden. Kannst du mir was zeigen? Senpai, Shintaizō ni kyōmi ga aru tte koto desu ka? Ureshi! Watashi de yokereba zehi! To omottan desu kedo. Hä? Moshi yokereba watashi kara mo onegai ga atte. Ii deshou ka? Okay. Jitsu wa saikin engi no chōshi ga amari yoku nakute, iroiro kangaete shimau n desu. Nanode tsugō no ii toki ni chotto soudan ni notte moraetara na tte. Bist du echt meine Hilfe? Mochiron desu. Gijutsuteki na shidō という yori mo tokidoki hanashi o kiite itadakereba na tte. Naruhodo. Waruku nai torihiki nan janai ka? Abgemacht. Os? Ah, ja, Os war iisugi deshita. Yoroshiku onegaishimasu. Sie war voll überrascht. Os? Ja, sehr schön. Da habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut, dass man mehr von ihr mal erfährt. Und das ist jetzt auch komplett neu. Was hat sie eigentlich für ein Ding? Persona-Typ. Kaito no Minokonashi wa Jōjin banare shiteiru to hōkoku ni aru wa. Tokushu na kigu no atsukai ni mo kokoroi ga aru yo ne. Sono te no shidō o dareka kara ukete itta. Sou kangaeru no ga shizen janai kashira. Dou nano? Kotai nasai. Ware wa Nanji. Nanji wa ware. Nanji. ここに新たなるちぎりを得たり、ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我は信念のペルソナの先端に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。ラフォイ、カスミヨシザワ。Die hat nur 5 Ränge? Yoshi. Den Glaubensvertrauten freigeschaltet. Deswegen muss man die Kasumi nur auf 5 haben, damit man das gute Ende freischaltet. Oder das ganze Ende.
ちょうどジャージだし、少しだけ基礎練やって帰りますか。まずは体幹からです。基盤の体作りは大切ですから。Ja, aber willst du erstmal das Zeug essen? Ich hab mit Kasumi trainiert. Endlich zu Hause. Pfui, du bist total dreckig. Ich zieh dir lieber schnell was anderes an. Ich dachte, ich hab nur Sachen aufgeräumt. Ach, verdammt. Dämliche Pflanze. Okay, das ist auf jeden Fall der Tag, wo wir... warte mal, was können wir noch machen? Ist wahrscheinlich mit dem Ding, oder? Warte mal, Bahnhofsvorplatz, Central Street? Wer ist auf dem Bahnhofsvorplatz? Da ums Eck? Hä? Der da? Viele zu viele jüngsten Vorfälle ist unübersehbar. Die entgleiste Bahn, die mysteriösen psychotischen Störungen, ein Missbrauch an einer Schule. Die Wahrheit muss erst noch enthüllt werden. Unsere eigene Apathie ist eine direkte Folge der Nachlässigkeit unserer Regierung und Medien. Du hast mir aufmerksam zugehört. Interessierst du dich für Politik? Ich bin interessiert. Gehst du noch zur Schule? Ich möchte die Jugend für die Politik begeistern. Aber du bräuchtest Erfahrung. Gyudon Restaurant. Oder in Verhandlungen. Okay, es gibt ein Restaurant in der Central Street. Ah, mir tut mein Bein weh. Ah, es ist eingeschlafen. Wo ist das verdammte Restaurant? Ist das das da? Nee, Orebeko. Ach, gut, ein Restaurant. Ah, wenn du hier arbeitest, könntest du dein Können steigern. Ja, dann lass mich hier arbeiten. Kann ich hier arbeiten? Vielleicht in der Untergrundstation, Bahnhofsvorplatz. Katze, jetzt bleibt doch mal unten. Alter, mir ist mein scheiß Bein eingeschlafen. Da. Ja, ist das das? Orinobeko? Weil wir müssen mal nachschauen. Central Street. Da ist es. Nee. Hä? Warte, ich glaube, das ist doch auf der Karte. Da. Hey, da ist doch sogar der. Da ist sogar der. Nee, ist der Mishima. Ach Gott, das Orinobeko ist das? Na, sauber. Also, auf zum. Muss man erstmal wissen, Alter. Die könnten ruhig Gyudon Restaurant einfach hinschreiben. Wen interessiert es, wie der Scheiß heißt? Orinobeko. Bewirbst du dich? Bewerben. Ruf doch sofort an. Hallo, hier ist das Orinobeko im Central Studio. Was möchtest du bestellen? Achso, du rufst wegen der Stellenanzeige an. Perfektes Timing. Wir könnten dringend jemanden gebrauchen. Ich würde quasi jeden nehmen. Aus abends zu arbeiten, oder? Komm einfach vorbei, wenn du Zeit hast. Ich bin immer hier. Blablabla. Hoffentlich ist es bald. Kalender aus und mit welchen Tageszeit, blablabla. Ich kann da arbeiten, wann ich Bock hab. Warte mal. Mich stört es, dass ich in... Ah, da. Ich vergesse immer, dass ich das andere mit Rennen drücken muss. Auf geht's! Gyudon Restaurant ist verfügbar. Ja, mehr los ist sonst, musst du den Vielbesteller im Kopf behalten. Bleib ruhig, wenn du den Ansturm überstehst, verdienst du vielleicht auch mehr Geld als sonst. Ja, hopp, an die Arbeit, Mann. Oh, du bist die neue Aushilfe, richtig? Ich habe schon auf dich gewartet. Keine Zeit für Vorstellungen, du solltest gleich mit dem Arbeiten anfangen. Hast du irgendwelche Fragen zum Job? Was muss ich tun? So, dann. Nimm Bestellungen auf, mach sie fertig, servier sie, rechne sie ab und räume den Laden auf. Gerichte musst du einfach nur aufwerben. Sei nur höflich zu den Kunden, okay? Sonst noch was? Arbeitet jemand mit mir? Marine. Nicht ganz. Unser Budget wurde gekürzt, obwohl wir kaum Personal haben. Du bist allein. Aber du bist jung und auf Zack, oder? Du schaffst du schon. Bezahl dich auch gut. Dann und ich bin dann mal eben weg. Pass auf den Laden auf, bis ich wieder da bin.
Okay, du stellst jemanden neu ein, zeigst ihm nichts, wirklich gar nichts, außer dass er seine Uniform kriegt. Ist lächerlich, du musst von Anfang an alles selbst machen. Naja, du wirst wohl einfach dein Bestes geben müssen, ich freue dich an. Warte, muss ich da eigentlich was machen? Da sind noch dreckige Teller auf dem Tisch und einige Kunden warten vorne darauf zahlen zu können. Gute Arbeit, deine Schicht ist vorbei, du kannst gehen. Das ist keine das ist deine Bezahlung, blablabla. 3,6. Ich brauch's ja eigentlich nicht wirklich. Es ist wirklich nur wegen dem anderen. Du warst die ganze Zeit allein da draußen, aber du hast alles alleine hingekriegt. Wenn du mich fragst, das war ziemlich gekonnt. Yeah, Mann. Level up, level up, level up. Yes. Yoshi. Aufgeschickt. Stich die Kontrolluhr. Achso, weil ich es erstmal Job gemacht habe. Virales Marketing. Pollenwarnung. Was geht ab? Übrigens, die Ausstellung geht bis zum Wochenende. Es geht haben, was wir konnten, und jetzt warten wir auf die Ergebnisse. Müsst du rausgehen? Stimmt, wenn man hart gearbeitet hat, ist eine Auszeit wichtig, aber ich habe das Gefühl, mein Körper wird schwächer, wenn ich nicht am Ball bleibe. Scheiße, habe ich mich jetzt mit ihm verabredet? Ich habe keinen Bock drauf, das zu machen. Irgendwas passiert. Ich habe kürzlich angefangen zu angeln, aber nur ab und zu am Fischteich. Kurze Info, in Japan, ich glaube in China auch, habe ich schon mehrfach jetzt gesehen, also Dokumentationen, irgendwelche Nachrichten und sowas. Es gibt extra Becken, wo sich Arbeiter oder Büroleute oder sowas irgendwann in ihrer Freizeit hinhocken können, zahlen da was, kriegen Köder, dann angeln sie die Fische und schmeißen sie wieder rein. So zur Entspannung halt, weil Großstadt Tokio versucht da mal zu angeln. Habe ich übrigens auch schon in China gesehen. Muscheln sammeln. Da zahlst du ein bestimmtes Geld dafür. Und dann wird jeden Morgen, bevor es aufgemacht wird, werden Muscheln eingesammelt. Also leere Muscheln, und werden dann am Strand verteilt und vergraben. Und dann können die Leute hingehen und können die ausgraben. Ja, lasst es mal sacken. Das ist irgendwie komisch, aber ich kann es auch verstehen. So, weiter geht's. Hochseeangeln wäre nichts für mich, weil ich schnell seekrank werde. So viel zum Traum, Seemann zu werden. Oh, richtig, wenn Leute dran denken, die Weltmeere zu befahren, haben sie Piraten im Kopf. Obwohl da Salunken sind, die andere Schiffe und Uferdörfer mit Gewalt plündern. Aus irgendeinem Grund wurden Piraten romantisiert. Nun, Amamiyaku. Der sollte mal immer nach links schauen. Welche historische Figur mit einem Holzbein und einem Papagei ist der visuellen Vorlage aller Piraten? Captain Kidd, Anbon, Johnny Chung. John Silver. Captain Kidd? Nee, doch John Silver. Da wäre ich schon richtig gewesen. Die Antwort ist Long John Silver, eine Figur aus dem Roman Die Schatzinsel. Die Geschichte von Long John Silver hat einen Großteil unserer heutigen Vorstellung von Piraten geprägt. Leider ist er nur eine fiktive Gestalt, wenn es um echte Piraten geht. Nun, da hat sich William Kidd einen Namen gemacht, würde ich sagen. Die von seiner Hinrichtung gehört, er sagte, all seine Schätze seien an einem Ort versteckt. Swan Peace oder was? Wow, er hat recht, er ist ein... Ist er echt ein Krimineller? Er wirkt wie ein Unruhestifter, aber vielleicht nimmt er das Lernen wirklich ernst. Was sind denn das für Aussagen, Alter? Was für Trottel. Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass er nicht besonders viel besaß. Trotzdem inspirierten seine Legenden mehrere Romane, und noch heute suchen Leute nach seinem Schatz. Angeblich gibt es in Kyushu eine Insel, auf der Kids Schatzgerüchten zufolge ruht. Kids geheimer Schatz, egal wie viel er wirklich wert ist. Es hat auch einen Wert, die Leute davon träumen zu lassen. Mittag? Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass sie kommt. Oh, vielleicht lässt sie das Training ausfallen. Hä? Ich hasse sowas. Das macht man sich nur schmutzig, und anstrengend ist das auch. Glaubst du, die machen das nächstes Jahr wieder? Dann schwänze ich definitiv. Warum ist die Streberin aus dem ersten Jahr eigentlich da? Was? Ihr Wichser. Ganze ist mir egal halt und geht mir manchmal echt auf dem Zeiger. Sondern reden die über die aus der ersten Klasse? Über die Kasumi? Was? Ihr Wichser. Ich reiß dich den Arsch auf. Die Pollen sind heute heftig. Leute, hier unten im Pollenleiden ist es vielleicht auch Mementos davon betroffen. Hey, da war irgendwas mit Kawakami, oder? Und du hattest mit Chuno zu tun. Wer war Chuno? Ah ja, ich habe keine Ahnung, was genau da läuft, aber vielleicht solltest du sie danach fragen. Sie ist bestimmt noch in der Schule, suchen wir nach ihr. Neue Pläne für heute? Ich glaube durch Shibuya, bla bla bla. Später.
Ist eigentlich auch immer ziemlich arschig, wenn die ständig schreiben und er alles ignoriert.